Das wahrscheinlich einflussreichste literarische Muster für den Rückzug aus der Welt in das anachoretische und koinobitische Mönchtum ist die Lebensbeschreibung des heiligen Antonius, in der sich der Moniarch mit der Conversio als sein mentales Schema idealiter zu einer einheitlichen christlichen Biografie verbindet und die vor allem nicht im frühen Märtyrertod des Heiligen endet. Insofern legt die Antonius-Vita nicht nur den Grundstein für die monastische Lebensführung überhaupt und die damit verbundenen hagiographischen Textmodelle, sondern insbesondere für eine realiter integrierbare Nachahmung in den praktischen Lebensvollzug und Frömmigkeitshaltung in der Gesellschaft des europäischen Mittelalters. Der Autor der Vita des Antonius, Athanasius von Alexandrien, ist bekannt als Patriarch von Alexandrien und Kirchenvater. Er wurde um das Jahr 300 wahrscheinlich als Kopte wie Antonius selbst geboren, war also aus der Gemeinschaft derjenigen Ägypter, die gegenüber der sich durchsetzenden arabischen Sprache das ursprüngliche Idiom der ägyptischen Sprache, die koptisch oder kemisch genannt wird, sprachen. Athanasius war sehr gebildet in der griechischen Philosophie und Literatur und verfügte über umfassende Kenntnis der Bibel sowie den christlichen Schriften. Athanasius und Antonius kannten sich. Athanasius lernte von dem Jeremiten Selbstdisziplin, Enthaltsamkeit und andere christliche Tugenden. Offenbar standen sie zeitlebens in Kontakt und trafen einander wiederholt. Kurz nach Antonius' Dahinscheiden, wahrscheinlich 356, verfasste Athanasius dessen Vita. Antonius galt schon seinen Zeitgenossen als Heiliger, kennt die antike Historiographie ganz allgemein keine unparteiische Sicht geschichtlicher Zusammenhänge im modernen Sinne, so heißt dies konkret im Fall eines Heiligen, wer über ihn schreibt, will deutlich machen, dass man es mit einem besonderen Menschen zu tun hat, in dessen Leben Gott in außergewöhnlicher Weise am Werke war, so dass dieser Mensch als heilig zu gelten hat. Das bedeutet im Wesentlichen, dass nicht das Bedürfnis oder der Anspruch, historische Informationen zu vermitteln, Ansporn des Hagiographen sind, sondern das Wirken Gottes an einem Beispiel, an dem es sich in herausragender Weise erfüllt und nur um dessen Willen der Anlass des Verfassens einer Vita ist. Nicht der Heilige selbst steht dabei als Individuum im Fokus, sondern im Sinne der partizipativen Identität seine nachahmungswürdige und verpflichtende Beispielhaftigkeit für die Gemeinschaft. Das Modell göttlicher Sündenlösung und Gnadenzuwendung ist im Ereignis von Christi Passion, Sterben und Wiederauferstehung ein für alle Mal in der Welt und kann sich an und in jedem Einzelnen immer wieder neu ereignen. Die Heiligenvita gilt als Garant für die unendliche Wiederholung der Überwindung von Sünde und Tod in der diesseitigen christlichen Lebensführung. Die Imitatio Christi konkretisiert sich also als Imitatio Sanctorum. Genau dies ist aber die Erzählperspektive der Vita Antonii des Athanasius. Nur die Gnade Christi lässt Antonius erfolgreich fasten, lehren und gegen Dämonen kämpfen und so zum Nachfolger Christi werden. Imitatio Christi. Antonius, der selbst dem biblischen Heiligen nacheifert, wird so zum Vorbild aller, die nach Heiligen streben. Imitatio Sanctorum. Sei es in der Wüste, im Kloster oder in urbanem Umfeld. Für Athanasius und die Leser seiner Vita war die Anerkennung eines heiligmäßigen Lebens grundsätzlich nichts Neues. Vielmehr existiert bereits eine Tradition der Märtyrervita. Begründungsbedürftig war jedoch, dass der heilige Antonius eben kein Märtyrer, sondern ein eremitischer Wüstenbewohner und Mönch war. Athanasius konnte also nicht schon auf einen Heiligentypus wie den Märtyrer und etablierte seine hagiographischen Modellerzählungen zurückgreifen, sondern seine Antonius Vita musste den Typus des Wüstenheiligen erst eigentlich erfinden und eine neue hagiographische Tradition begründen. So etabliert sich ab dem 4. Jahrhundert ein hagiographischer Diskurs, der in unterschiedlichen literarischen Formen und Gattungen über das Werken Gottes an Menschen Auskunft gibt. Neben Athanasius Vita und den sogenannten Apophthegmata Patrum, die Sprüche der Väter, auf die wir später noch zurückkommen werden, entstehen unter anderem die anonyme Historia Monachorum in Aegypto, Palladius Historia Lausiaca, Socemenus Historia Ecclesiastica, Hieronymus Vitae der Mönche Paulus und Hilarion und Sulpicius Severus Vita des Martin von Tours.
Diese Texte setzen vielleicht zumeist andere Akzente und wollen andere Leitbilder etablieren. Jedoch ist sichtbar, dass sich alle mit Athanasius Vita des heiligen Antonius imitierend und oder konkurrierend auseinandersetzen. Hagiographien sind keine Biografien, deren fiktionaler Anteil immerhin auch schon beträchtlich sein kann und daher als historische Quellen für das Leben einer Person, die zeitgenössisch als Heiliger oder als Heilige verehrt wurde, mit Vorsicht zu genießen. Die Erzählung vom Heiligen ist von vornherein und ganz wesentlich davon gekennzeichnet, dass die beschriebene Persönlichkeit bereits heilig ist und nicht erst werden muss. Darin besteht aus literatur- und diskursgeschichtlicher Sicht ein intrikater Zusammenhang zur Konversions- und Erweckungserzählung aus Ich-Perspektive der Konvertiten. Wie in Paulus' Erzählungen von seiner Konversion vom Saul in der Rede zur Gemeinde und an Festus, wird das vergangene Leben im Hinblick auf den Moment der Umkehr und die Vita Nova neu interpretiert und als unabänderliches, schicksalhaftes Faktum vom Beginn der Existenz und daher nicht eigentlich als Ereignis uminterpretiert. Dies steht im scheinbaren Widerspruch zur Spontaneität und Unmittelbarkeit, fast Zufälligkeit des die Konversion auslösenden Moments, die in den meisten Konversionserzählungen durch alle Religionen hinweg vorhanden ist und auch Athanasius Antonius wieder nicht fehlt. Hierin besteht die innere Spannung, die jedem Erzählen vom Heiligen anverhaftet. Das heißt nicht, dass hagiographischen Texten per se nicht zu trauen und sie nur mehr als fiktional aufzufassen wären. Denn sie rekonstruieren den Heiligen in seiner Zeit und in seinem zeitgenössischen religions- und frömmigkeitsgeschichtlichen Kontext. Für Athanasius Antonius wieder heißt das, dass die historischen Ereignisse, Orte und genannten Personen zu einem großen Teil durchaus bestimmbar und datierbar sind. So ist die religiöse Erfahrung des Heiligen in ein historisch greifbares und reales Setting eingebettet, das noch heute seine Plausibilität und Authentizität im hagiographischen Diskurs bestimmt. Athanasius richtet sich zudem mit einem Begleitschreiben an die Mönche in der Fremde. Wer genau damit gemeint ist, bleibt dunkel, jedoch ist aufgrund der schnellen Verbreitung der Antonius-Vita sowohl östliche wie westlich vom Mittelmeer bis nach Italien und Gallien durchaus plausibel, dass er den Text an weiter entfernt lebende Mönchsgemeinden gesandt hat. Außerdem scheint er die Vita als eine Antwort auf eine Anfrage, nähere und ausführliche Informationen über Antonius zu verbreiten, konzipiert zu haben, die aufgrund von früheren Nachrichten von dem Wüstenheiligen an ihn gerichtet wurde. Athanasius räumt zwar ein, aus schwindender Erinnerung zu berichten, betont jedoch gleichzeitig seine Augenzeugenschaft. Denn ich habe ihn oft gesehen, und dass sein Bericht, die Entsendung von Mönchen, die besonders häufig seinen vertrauten Umganges genossen, wahrhaftig ersetzen könne. Es ist nicht schwer darin, einen für die Rhetorik typischen Selbstbescheidungstopos wiederzuerkennen, auch der dem heiligen Gegenstand angemessene Hinweis aufgebotene Brevitas, damit man nicht zu viel vernehme und misstrauisch werde, spricht für Athanasius Vertrautheit mit rhetorischen Sprechmustern. Sehr deutlich macht Athanasius das Anliegen seines Textes, nicht einfach nur, um von Antonius gottesfürchtigem Leben als solchem zu berichten. Die Empfänger der Vita sollen diesen Mann nicht nur bewundern, sondern ihm auch nacheifern, denn das Leben des Antonius ist für Mönche ein treffliches Vorbild der Askese. Damit ist ganz klar ein hagiographischer und nicht ein biografischer Diskurs aufgerufen. Das Leben der betreffenden Person ist von vornherein als ein heiligmäßiges zu verstehen und steht also in einem bestimmten Bedeutungs- und Funktionszusammenhang für die Religionsgemeinschaft, der er angehört. Der Kopte Antonius wurde um 251, also zur Zeit der konstantinischen Wende und der Christenverfolgung durch Kaiser Valerian, in eine vermögende christliche Familie geboren, wurde daher anders als etwa der Bekenner Augustinus als Kind getauft und von vornherein christlich erzogen. Die Taufe ist in der Aufstiegsvita Antonius als die erste Stufe im Leben mit Gott zu verstehen. Athanasius beschreibt die Entscheidung zur Askese als zweite Taufe, welche die vorangegangenen Sünden auslöschte und der Weg zur Wiedererlangung der Gottesbildlichkeit und zum ewigen Heil. Sie wird in seiner Erzählung als Conversio inszeniert. Die zweite Taufe erinnert damit an die Blutstaufe des Martyriums, welchem die Askese sich als ebenbürtig erweist. Athanasius erzählt, dass Antonius sich weigerte, Bildung, Grammata, zu erwerben. Er wollte unverbildet, aplastos und zurückgezogen von jedem äußeren Einfluss naturbelassen bleiben.
Diese Unverbildetheit, betont Athanasius, bezieht sich aber nur auf das literarische und philosophische Wissen der Schule, wie sie Athanasius selbst in der Schule erlernte. Antonius konnte lesen und schreiben und kannte die Heilige Schrift. Briefe, die er an die Mönche und in religionspolitischen Zusammenhängen verfasste, zeugen davon. Athanasius legt seine Zurückgezogenheit von anderen Kindern und der Zuneigung zum Homeschooling radikal als weltliche Bildungsaskese aus, die mit seiner körperlichen Genügsamkeit, sich schon in der Kindheit mit kargen Speisen begnügt zu haben, korrespondiert. Die Praxis der intensiven Schriftauslegung und Meditation über den Schriften als typischer Habitus der religiösen Männer, denen Antonius nacheifert, internalisiert Athanasius völlig in die Person und den Geist des Heiligen. Bei der Vorlesung der Schrift war er so aufmerksam, dass ihm kein Wort entfiel, vielmehr behielt er alles bei sich und sein Gedächtnis ersetzte ihm so die Bücher. Die kognitive Lossagung von den Büchern als Residuen weltlicher Materialität bereiten Antonius optimal auf sein Leben im Eremus vor und plausibilisieren gleichzeitig seine Unverbildetheit. Die Abkehr von der Welt, die Um- und Hinkehr zur Vita Nova, erzählt Athanasius schrittweise, die sich ganz auf die geografische Entfernung vom Zentrum weltlicher Existenz, dem Geburtsort und Heimatdorf Antonius gewissermaßen in konzentrischen Kreisen vollzieht. Zunächst meditiert er vor seinem Haus, bald besucht er ganze Tage die Mönche in relativer Entfernung, verlässt später das Zuhause, zieht an den Rand menschlicher Gemeinschaft und zieht schließlich in die Wüste, das Eremus, wo weitere Etappen ihn immer weiter weg von den Menschen und näher zu Gott bringen. Der horizontalen Entfernung von der Welt folgt die vertikale Annäherung an Christus und zugleich eine Hinwendung zu sich selbst und Gott in ihm, zunächst auf den äußeren Berg und schlussendlich auf den inneren Berg, auf dem er in hohem Alter friedlich stirbt. Doch zunächst bedurfte es für den endgültigen Rückzug aus der Welt des typischen äußeren Anstoßes, welcher sich, wie wir sehen werden, in der Augustinusbekehrung fast identisch und in klarer Nachfolge wiederholen wird. Nach dem Tod seiner Eltern, die ihm nicht nur ein signifikantes Erbe, sondern auch eine kleine versorgungsbedürftige Schwester hinterließen, hört Antonius eines Tages in der Kirche den Satz aus dem Matthäusevangelium: Wenn du vollkommen sein willst, geh hin, verkaufe alles, was dein ist, gib den Armen und folge mir, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Augustinus von Hippo hört eine Generation später das für ihn folgenschwere tolle Legge in aufgewühlter Verfassung, nachdem ein Gast ihm ausgerechnet von Antonius erzählte, nachdem er ein Buch über den Apostel Paulus bei Augustinus auf dem Tisch liegend entdeckt hatte. Augustinus erstaunt sich über alle Maßen, als er von den unverbildeten Wüstenheiligen hört. Ungelehrte rafften sich auf und reißen den Himmel an sich und wir mit unserer Schulweisheit ohne Herz, wir wälzen uns in Fleisch und Blut. Der Satz, auf den er beim Bibelstrechen stößt, hat daher auch nicht zufällig den gleichen Inhalt wie der, den Antonius bei der Messe hört und der ihn zu seinem Aufbruch veranlasst. Die Conversio Augustinus lässt sich somit als Bekenntnis zur direkten Nachfolge des Wüstenheiligen verstehen. Die biblische Bekehrungsgeschichte des Paulus hatte das Gleiche offenbar nicht auszulösen vermocht. Wir werden an geeigneter Stelle darauf zurückkommen. Antonius folgt jedenfalls der Anweisung im Matthäus-Zitat, behielt aber zunächst aus wirtschaftlicher Verantwortung gegenüber seiner Schwester etwas zurück. Erst als Matthäus 6,34 »Sorget euch nicht um das Morgen« bewegt ihn zur totalen Veräußerung seines Besitzes. Die Schwester übergibt er in die Obhut einer Frauengemeinschaft, die sie zu einem christlichen, jungfräulichen Leben erziehen. Athanasius trägt in seiner Erzählung Sorge darum, dass die RezipientInnen erfahren, dass dies auch erfolgreich war. Antonius trifft sie Jahre später als Vorsteherin einer Jungfrauengemeinschaft wieder und kann sich vom Erfolg seiner verantwortungsvollen Entscheidung überzeugen. Auf diese Weise ist auch für die Anschlussfähigkeit des Textes für koinobitische Frauengemeinschaften und die Nachfolge von weiblichen Gläubigen in die heiligen Fußstapfen des Eremiten gesorgt. Antonius stellt sich von nun an in den Dienst der Nachahmung der Apostel und begibt sich damit selbst auf den Weg zum Heiligen und Vorbild für jeden einzelnen Christen. Was einen Asketen ausmacht und wie er sein Leben führt, lernt er zunächst noch innerhalb oder vielmehr am Rande der Gesellschaft von anderen Asketen. Handarbeit, das stete Gebet, Fasten, das Memorieren der Heiligen Schrift, durch das Hören der Lesung in der Kirche. Ins Eremus führt Antonius schließlich der Teufel selbst, der in drei Anläufen den Asketen von seinem vorgezeichneten Weg abzubringen versucht.
Zunächst erinnert der Teufel ihn an die Verantwortung gegenüber seiner Schwester und den weltlichen Besitz. Dann schickt er ihm erotische Verführungen. Schließlich erscheint der Teufel leibhaftig und setzt auf Angst und Schrecken, denen Antonius mit Missachtung und Spott begegnet. In einer Felsenhöhle auf einem Berg führt Antonius harte physische Kämpfe mit den Dämonen, ein Motiv, das in späteren Heiligenbieten internalisiert wird und sich zumeist allegorisch in den inneren Kämpfen gegen die eigenen bösen Gedanken wiederholt. Nach dem neuerlichen Sieg über die bösen Mächte bricht Antonius weiter in die Wüste auf und zieht sich auf einen anderen, den sogenannten äußeren Berg, zurück in die immanent maximale Nähe zu Gott, wie Moses auf dem Berg Sinai. Hier lebt er buchstäblich zwischen Himmel und Erde, zwischen Immanenz und Transzendenz, zwischen Mensch und Heiligem. Seine Wohnstatt auf dem Berg war ein heiliges Gemach, ein Aditon, er selbst ein Gottesträger, ein Theophoros. Sein Leib, so erzählt Athanasius, blieb gänzlich unveränderlich und zeigte keinerlei Spuren der Entbehrungen. So erlangte er sehr schnell große Popularität, die Menschen besuchen ihn, um Schutz vor den Dämonen zu ersuchen. Antonius wird Lehrer und Mentor, Helfer und Heiliger und Heiler für andere. Ganze Mönchsgemeinschaften siedeln sich im Umkreis seiner Wohnstadt an. Er fungiert als Ratgeber des Bischofs von Alexandrien und als Unterstützer der Kirche. Das Wirken für die Gemeinschaft trotz Rückzugs aus ihr gilt als das besondere Merkmal Antonius, aber auch als sein Problem. Schließlich holt die zivilisatorische Welt den Asketen ein. Aus dem einsamen Berg wird eine umtriebige Wallfahrtsstätte. Die individuelle Sorge um das eigene seelische und körperliche Heil geraten in Gefahr, sodass Antonius sich erneut auf den Weg macht und von Gott geleitet auf den inneren Berg zieht. Hier ist der Kontakt zu anderen Menschen zwar weiterhin gegeben, aber eingeschränkt auf wenige wie etwa den Bischof Serapion von Tmuis. In dieser Abgeschiedenheit und nur begleitet durch zwei Vertraute beschließt Antonius sein Leben im Alter von 105 Jahren in einem Übertritt, der durch seine Nähe zu Gott nur einen kleinen, unspektakulären Schrittes bedurfte. Athanasius betont noch einmal, dass Antonius als Märtyrer im Gewissen nicht durch seinen Tod, sondern durch sein Leben den Rang des Heiligen erlangte und damit den echten Märtyrern in nichts nachstehe. Athanasius Vita mit anderen Vita der frühen Wüstenheiligen, gemeinsam mit den Apophthegmata Patrum, flossen im 6. Jahrhundert zusammen in die lateinische Textsammlung der Vita Patrum, das Väterbuch, das später auch in die Volkssprache übersetzt und vor allem im Deutschordenskontext rezipiert wurde. Im 13. Jahrhundert trat die Legenda Aurea des Dominikaners Jacobus de Voragine als Quelle hinzu. Die Benediktsregel schrieb die regelmäßige Lektüre der Vita vor, so dass sie zusammen mit dem Psalter und anderen liturgischen Texten zu den kanonischen Grundtexten monastischer Spiritualität gehörten. Dass in diesem Zusammenhang, vor allem im europäischen Westen, wo die Mönche kaum eine Vorstellung von entbehrungsreichen Leben in der ägyptischen Wüste hatten, vom Eremus nur metaphorisch die Rede sein konnte, war klar. Trotzdem bot die Antonius-Vita zahlreiche Anknüpfungspunkte für Mönche und für Weltliche, die sich von der Sünde abkehren und dem Monarch zuwenden wollten. Für Letztere war insbesondere auch Antonius' fehlende Bildung, dass er keine Gottesdienste besuchte und kein kirchliches oder monastisches Amt bekleidete, attraktiv und gleichzeitig seine vollkommene Besitzlosigkeit überzeugend als Ausdruck einer Vita Nova vor dem eigenen Lebensende. In den Ordensstreitigkeiten zwischen Kliniazensern und Zisterziensern um die Armut Christi oder der Regularkanoniker mit den Benediktinern um die priesterlichen Funktionen von Mönchen wurde Antonius jeweils als Argument instrumentalisiert. Von beiden Seiten. Antonius, der außergewöhnliche und allen anderen Wüstenheiligen in Bußübungen, Entbehrungen des Fleisches und im Gebet übertreffende Jeremit und Dämonenbezwinger, dem eine ebenso außergewöhnliche Ikonografie zuteil wurde, ist trotz dieser Exorbitanz und seiner radikalen Vereinzelung zum meist bemühten Modell religiöser Lebensführung in der Welt vor und hinter Klostermauern geworden. Erst Luther verwarf an Antonius exemplarisch das Mönchtum, die Heiligenverehrung, die Abwendung von der Welt und der menschlichen Gemeinschaft überhaupt und stellt ihm die Erzväter des Alten Testaments gegenüber, die weder enthaltsam lebten noch fasteten, sondern sich der Pflicht der Haushaltung unterwarfen, anstatt sich der Verantwortung der Sorge um Familie und Hof durch Fastenübungen und allerhärtesten monastischen Selbstkasteiungen zu entziehen.
Die Zurückweisung der Schwester, der Antonius die familiäre Sorge entzog, war dahingehend kritischer Anlass genug. Wir werden bald sehen, welche Anpassungen die Antonius-Legende in der volkssprachigen Literatur des Mittelalters erfuhr und wie die Motive seiner Conversio und Moniage sich in unterschiedlichsten Erzählkontexten wiederfinden.